Okay, wir sind wieder in dem Haus. Warte mal, was ich noch vorher noch nicht probiert habe. Okay, wird nicht aufgehen. Gekerbten Pfeils. Bin mir ziemlich sicher, wir können auch vielleicht an andere Orte gelangen. Okay, das ist ein Bereich mit ein paar Gläsern nah am Boden. Es ist dunkel, ich kann darin kaum was erkennen. Kerze spenden wenig Licht. Okay. Ich weiß jetzt selber nicht, was ich jetzt versuche, hier irgendwie zu finden. Also ja, Informationen irgendwie oder Fotos, die ich wahrscheinlich selber machen muss. Hier noch eins. Okay, Bereich mit ein paar Gläsern unter der Wand auch schon wieder. Okay, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Warte, ich muss bloß mal ein bisschen mit der Steuerung üben, deswegen. Aber ich finde es halt cool, dass man hier wenigstens eine relativ einfache, ja, nicht Zusammenfassung von den ersten Teilen, aber so einen einfachen Bezug zu den ersten Teilen hat. Das finde ich schon mal nice. Also, dass das wirklich auch eine vernünftige Trilogie ist. Wie es mit dem vierten Teil aussieht, weiß ich nicht. Der soll auf jeden Fall auch kommen, wenn ich das zum Laufen kriege. Das ist halt ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Ich werde es trotzdem mein Bestes geben, das alles vernünftig zu machen. Oder überhaupt zeigen zu können. Allein noch für meinen Spielspaß. So, Schriftrolle hatten wir schon. Aber es war doch gerade irgendwie ein Schrank zu hören. Es war, glaube ich, keine Tür. Könnte ja auch sein, dass hier wieder irgendwie ein geheimer Schrank versteckt ist. Das hatten wir ja im letzten Teil auch gehabt. Oder dass sich das einfach nur bewegt hat. Wett, warte kurz. Die Farbe der Faltwand blättert ab. Okay. Das wussten wir aber schon. Oder das Fenster? Durch ein vergittertes Fenster in der Alkove kann ich in den nächsten Raum sehen. Hier haben wir. Oh, die Puppen. Oh, die Puppen. Die waren so fies im zweiten Teil. Okay, okay. Hier haben wir nochmal ein Buddha-Städtchen, ne? Oder ein kleines Bild auf dem Podest. Kann ich hier vielleicht? Hier kann ich auch nicht durch. Oh Gott. Warte. Karte. Ich wollte Karte, nicht Notizen. Warte. Okay, hier war die Karte. Ah, und jetzt erkenne ich auch mal wenigstens, wo ich genau bin und wo ich auch hingucke. Nee. Hä? Ach so, weil das ist eine Treppe. Ich gehe noch mal ganz kurz rein. Also okay, bitte nicht wundern, wenn ich dann öfters mal jetzt die Karte zücke. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch. In den Raum komme ich aber nicht rüber, ne? Hier ist zu. Hier ist zwar offen. Oh. Okay, das Glänzen ist auf dem Boden. Oh,
schön. Ja, gut, gut. Das ist nice. Da hängt eine Uhr an der Wand. Da sind zwei Tintenbehälter auf den alten japanischen Thron. Der Lack der Behälter blättert ab und die Farbe ist blass geworden. Alte japanische Truhe. Okay, nichts Aufregendes. Und hier müssen wir doch noch eine Tür nach draußen haben. Okay, hier steht ein Korb im niedrigen Schrank. Die Puppe, ey. Ein kleiner Kimono ist in der Truhe. Er sieht aus, als gehöre er einem kleinen Mädchen. Ja, toll. Es war so klar. Ja, latsch doch über die Puppe drüber, Frau. Okay, scheint sie nicht zu jucken. Noch nicht. Es ist doch wieder dieselbe Frau. Warte mal. Bevor jetzt, ihr wisst es ja. Ich hoffe, das mit dem Speichern dauert nicht zu lange. Oder mit dem überschreiben will ich ja nicht, aber... Ja. Das ist auf jeden Fall wieder dieselbe Frau. Es ist aber nicht die Frau, die uns irgendwie angegriffen hat. Oh, das ging gleich. Ging schnell. Und die Spielzeit haut diesmal auch hin. Finde ich auch schön. Warte, ich muss mal gucken, ob ich hinten noch in den Keller komme. Nee. Weißt du, es sieht halt immer so aus, als ob man in so einen Ecken in den Keller kommt. Ich entschuldige mich schon mal für das olle Geräusch. Das hatten wir schon mal. Ja, flüchte noch. Okay. Okay. Ich spiele dein Spielchen erstmal mit. Okay, hält die Tür geschlossen. Ich spüre eine mächtige Geist in der Luft. Ah, das sind wieder so eine Fotografie, die ich machen kann, um Türen zu öffnen, ne? Aber es müsste ein anderer Ort sein. Sieht man irgendwas? Da ist eine Treppe. Okay, gut. Das ist gleich geblieben. Das ist schön. Warum änderten sich jetzt die Optik? Theoretisch müsste es hier sein, ich bin mir aber nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier unten ist. Alter, warum haben die das Geräusch eingebaut? So, du hältst die Ausstellung Alarm. Ja, okay. Lese ich mir in Ruhe mal durch. Das war ja in den anderen Teilen auch so gewesen, dass ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet habe. Ist das jetzt ein Gegner, oder? Ich weiß jetzt nicht. Ah, doch, dann ist das hier unten gewesen. Okay, gut. Dann passt das. Alles gut, alles supi. Okay. Stimme hinter der Wand. Warte. So, Orte. Stimme hinter der Wand. Im Stauraum unter der Treppe war eine verschlossene Tür. Ein tiefes klangendes Stöhnen erklang dahinter. Was war da nur? Ganz ehrlich, warum willst du denn da unbedingt rein? Ey, das kann nichts Gutes sein. So, laut dem Notizbuch auf Yus Schreibtisch machte er einige Untersuchungen für Kai. Das wissen wir. Ich hatte Schmerzen in der Schulter, als ich aufwachte. Das hatten wir auch schon. Okay, gut, das sind bloß die beiden. Leute. Kai. Okay, ich habe ihn nie getroffen, aber er war Yus Freund. Früher schrieb er von Zeit zu Zeit. Yu hat scheinbar viele Leute gekannt, sowohl beruflich als auch privat. Der Körper der Frau, das hatten wir schon. Und Frau auf dem Foto. Die Frau, deren Bild auf dem Film in der Kamera obscura erschien. Kein Zweifel, es war die gleiche Frau, die ich in meinem Traum gesehen hatte. Okay.
Und Artikel. Okay, gut. Was die Kamera Obscura ist, wissen wir ja. Ich will das halt nicht. Ich will das halt bloß nicht wieder vergessen, falls dann doch wieder was Wichtiges für die Geschichte und so ist. Die ich hoffentlich diesmal besser verstehen werde. Oder gleich verstehen werde. Nicht so wie bei den anderen Malen, da war es irgendwie ein bisschen wirr. Aber das Ding ist, die Tür müsste jetzt offen sein. Ich würde halt auch zu gern hoch, aber. Ich meine, es war kein Kreis drum, aber. Dreck, Dreck, nein, Alter, mach doch die Kamera nicht! Wo? Ah. Alter! Okay, das war sowas von Glück. Ist er weg? Die ist nicht weg. Was fies ist, die werden das so. Ah, klar, jetzt ist sie hinter mir. Ich will nicht schon deinem Mann. Ich hab vorhin aus Versehen den falschen Knopf gedrückt, deswegen hat er mich auch erwischt. Wie viel hält denn die aus? Oh, ganz fies wird noch sein, wenn die durch die Wände kommen. Okay, wenn ich wieder reinkomme, dann läuft das auf jeden Fall besser mit diesem kurz vor Feierabendschuss. So, oh. Und ja, die ziehen mir nicht wirklich viel ab, weil ich spiele auf leicht. Ich will ja auch vernünftig durchkommen. Das ist für ein Let's Play halt immer ein bisschen besser. Muss ich zugeben. Deswegen ja. Okay, Geist vor der Tür verschwindet. Na, dann rein da. Aber auch, ich bin mal gespannt, was die noch hier für andere Geister bringen, weil die waren ja beim letzten Mal schon. Die waren beim letzten Mal schon sehr innovativ, wie ich finde. Ich hoffe, das wird hier nicht anders sein. Dass wir immer mal wieder was Neues haben. Auch, dass die dann vielleicht durch die Decke oder durch den Boden kommen oder durch die Wände. Das ist. Ja. Warum ist sie rot markiert? Jetzt ist aber. Doch, das ist sie, aber. Haben wir irgendwas mit der Kamera aus ihr rausgezogen? Ich rief, aber es kam keine Antwort. Ein Notizbuch oder ähnliches liegt zu Füßen der kauernden Frau. Clown war ihr. Verkohlter Pass. Was? Takigawa. Yoshi Takigawa. Oh Gott. Japanisch, okay, Wohnsitz Shizuka, okay, cool. Es sieht ziemlich versenkt aus, aber ich kann gerade noch die Schrift erkennen. Yoshino, okay, ist das vielleicht ihr Name? Gut, das ist die Frau auf dem Foto. Sie wird rot markiert, aber ich weiß nicht, sie scheint nicht unbedingt eine Bedrohung zu sein. Also es kommt jetzt nicht so vor. Auf dem Foto neu. Okay, die Frau auf dem Film in der Kamera Obscura, die ich im Traum im Anwesen sah. Ich hätte ja fast noch die Vermutung gehabt, dass es die Frau ist, die uns eigentlich verfolgt hat, irgendwie das Böse aus von ihr. Okay, Türpaneele sind kaputt. Die Schiebetür ist aus ihrer Verankerung gelöst und ich kann sie kein Stück bewegen. Okay, das ist schade. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass das keine Falle ist. Help
me. Wake me up. I didn't do anything wrong. Why? Pass auf, am Ende sind wir der böse Geist. Also, oder wir sollen dazu werden, kann ja auch sein. Okay, Bluterguss. Der Schmerz kehrt nach Traum vom leeren Haus wieder. Seit der Vision an jenem Tag sehe ich das Haus immer wieder im Traum. Aber wir haben ja an sich neue Fotos. Also, wir gehen mal zu unserem lieben Helferleinchen. Ich würde es halt auch übel nice finden, wenn wir erst ein bisschen durch unsere Träume... Naja, wandern und da Informationen sammeln, aber dass wir dann auch wirklich selber hingehen zu dem, zu dem Haus. Okay, Nachricht für mich. Liebe Ray, ich will ein paar Nachforschungen über die Frau von neulich machen. Ich komme am Abend zurück. Vergiss dein Frühstück nicht, okay, Miku? In einer Schale auf dem Küchentresen standen ein paar vollkommen... okay, ist klar. Na dann, hier, gönn dir... Oder hat sie jetzt schon gemampft? Oder ich kann von hier aus mampfen. Okay, von hier aus kann man über die Theke schauen, den ganzen Wohnzimmer überblicken. Quasi aus der Mutterperspektive. Okay, das ist alles relativ... Ja, das ist... Ja. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das nicht vorlese, aber es ist alles relativ uninteressant. Oh, warte mal. Okay. Wir haben doch ein neues Foto gemacht. Wer der mysteriöse Anrufer wohl sein wird? Hello? Ray, it's Miku. Ich konnte den Namen und die Adresse der Frau auf dem Foto erfahren. Yoshino Takigawa. Sie ist die einzige Überlebende dieses Flugzeugabsturz neulich. Ich wusste, ich kenne sie irgendwoher. Es fügte sich alles, als ich mit einem Redakteur sprach. Offenbar liegt sie immer noch im Krankenhaus. Ich sage dir, wo sich das Krankenhaus befindet. Okay, Toshino Takigawa. From the hospital that she's been asleep for a long time and no one has been able to wake her.
Did you go to the hospital? Mm-hmm.